Meine, das an den letzten Wochen, als ein Spruch, kommt so aktuell gehen Diskussion um ein Spruch, wie sie nie waren. Wir sind froh als ADR, darüber, weil wir die Partei sind, die ich meine, wie kein Ahner, heißt letztlich, ich werde Jahren für ein Spruch angesagt. Ihr könnt euch erinnern, dass noch schon mehr wie 10 Jahre mehr als parlamentarisch aufruhen, Question parlementaire, auf Lützburg stellen. Am Anfang hat das viel Krampus gekostet, wie wir ein Entfernt auf Lützburg zu kriegen. Haut also da wir mehr oder weniger die Regel, dass man sie auch auf Lützburg beantwortet. Wir sind aber noch immer die Einzigen, die machen. Wir haben noch Propositionen gemacht an der Chambre, dass das Internet sieht von der Chambre, muss dann auf Lützburg gemacht werden. Oder wenn ihr an die Chambre rackt, dann du kann Lützburg schwätzen. Das ist das nächste Mal, wenn ihr an die Chambre rackt, mit dem Museum Französisch schwätzen. Wir haben also eine ganze Reihe von Propositionen und wir auch Pressekonferenzen darüber gemacht. Und wir wären bis jetzt lang an der Dote froh. Und wir sind aber auch froh, dass eben durch die Petition, die hier lanciert wird, als große Erfolg wird, dass die so eine Diskussion und Bewegung gesagt wird. Und wenn so eine Diskussion kommt, dann ist also natürlich auch eins da überrascht. So zum Beispiel den 5. Oktober, mal so bei RTL, wo dann der Minister Claude Meisch erwittet war, und wo hier schon ein paar Dinge verdrungen am Wort angedeutet wird, dass ihr etwas machen für das letzte Spruch auf europäischem Niveau als ein Nationalspruch anerkannt wird. Aber ich muss so ein RTL muss aufpassen, wen sie werden im Radio so losen, weil wenn Leute, die am Auto von sich etwas sehen, dann kann man Accidente geschehen. Und dafür, ich muss so nicht durch die Heim am Bett, mir hast du Gott sei Dank nichts geschehen. Aber der Club Meisch hat gesagt, Meier ist 10 auf Erd. Mir ist abgefallen, dass wir eigentlich die einzige Nationalsprache sind im europäischen Plan, die nicht offiziell als EU-Spruch anerkannt ist. Also im Jahr 2016, am Oktober, fällt dem Claude Meisch das ab. Und dabei ist das ein Thema, ich will ja mal sagen, wir haben schon dreimal an dem Wahlprogramm, also bloß schon mal 15 Jahre, wo wir dann sind, Wahlprogramme stunden. Wir haben an allen Debatten an der Chambre, wo dem neuen Spruch kann, dass wir die Anerkennung auf europäischem Niveau verlangt. Wir haben dabei so Kongresse, wir haben dabei Artikel verlangt. So gut wie der Präsident vom Europaparlament, der Schulz, hier am Parlament war, konnte alle Parteien eine Frage stellen. An eine Partei, der Ferner Kartei, so hat vorgestellt, heute Präsident vom Europaparlament gefordert, an der Klosch Meitsch, vor dem wird schon am Saal, wird nicht nur geleistet haben. Wir werden das letztendliche Spruch nicht als ein europäisches Spruch unerkannt als. Und wir wussten zwar dann, dass wir mit europäisch treten kennen, wir müssen provokativ gefordert, der Schulz konnte auch nicht mehr antworten, aber das wird die letztendliche Regierung dann nicht gefordert wird, für sie unerkannt zu kriegen. Also als der Claude Meisch selber an der Regierung, also fällt ihm einmal ab, dass hier das festgestellt wird. Ich meine, das ist wichtig, dass die Diskussion noch abkommt, aber wir müssen aber auch aufpassen, dass der Lohn nicht von verschiedenen Leuten verbraucht wird, für eben ein rein elektorales Grund, die Leute an den Grund schwätzen und hin, dass wir nicht so gemengt. Das geht also nicht durch, dass der guckt, was die verschiedenen Parteien so mit von allem, was sie merken. Wenn sie sich alle gut für einen Spruch so wollen ansetzen, wie sie setzen, dann soll man mal erstens, dass die Regierung das auch machen, was der Claude Meisch im Radio proposiert. Und dass auch seine Partei, der Premier, den zuständig ist für den Ressort. Wir gehen also davon aus, dass als Regierung das auch die Demand möchte, für das Lützburg als ein europäischer Spruch unerkannt wird, was nicht bedeutet, dass alle Texte müssen auf Lützburg übersetzt gehen, was auch nicht bedeutet, dass alle Reunionen müssen auf Lützburg übersetzt gehen. Mit geht a priori drin, dass gesagt wird, ob der löscht, dass Lützburg auch ein europäischer Spruch ist. So wie Malta das gefragt, so wie sogar Provinzen wie Katalonien, wenn er alles ferner, den da dann gefragt und den, ob der löscht, den. Aber Lützburg steht nicht, ob geht also a priori ein symbolisch
Unerkennung auf jetzt so mal Lützburg als auch eng von den europäischen Sprachen. Und da kann in Etappen machen. Das kann in zum Beispiel mit verlangen, auch so, und dass der Lützburger muss können eine europäische Institution auf Lützburg, so wie man das auch kann, und als Lützburger da kann eine neue Regierung machen. Und da muss als Regierung eben der Verwaltung die Hilfe zukommen lassen, für eben die Texte so zu versetzen, dass sie können zu Brüssel verfasst respektiv beantwortet gehen. Das also erstens verlangen wir, dass die Regierung dann noch da möchte, was sie noch angekündigt hat. Das zweite ist, wenn wir einen Spruch wollen schützen und heischalten, dann sind wir von der Praxis, wenn wir noch das neue Nationalitätengesetz gesehen, dass der Niveau von der Spruch raufgesagt wird für die lesbische Nationalitätskrieg. Und in den 20 Jahren am Land das einen Spruch nicht kennt, die kriegt dann als Merci Nationalität geschenkt, ohne Sprachentest und ohne Sprachkonditionen. Was also verringert das? In den 20 Jahren im Land aus, einmal nicht den Sprachentest, die kriegt sie dann geschenkt. Die sehr wichtig Leute sind, aber Lützburger Spruch, geben sie heischalen und sie geben alles machen für den Lützburger Spruch. Und nach dem Beispiel, für zu gucken, wie einst du Twitter, ich muss genau gucken, die Sonde für nach dich auf der Television, hat Alex Baudry gestikuliert, für dort zu suchen, dass Lützburger Spruch in nicht kennt, an Gesetzestexte auf Lützburg verfassen. Für ein Referendum, für Stimmen zu kriegen, hat Alex Baudry über ein Allhaus im Land als Verfassung auf Lützburg ausdehnen lassen. Und so, dass wir kein Problem hatten, die waren 3 Wochen, hätten sie sie versagt gehabt. Also, wenn nicht aus elektoralen Gründen, ein kann ich gesagt, so plötzlich bringen, da kriegst du mehr Jo stimmen. Da geht es. Also bei mir ist ein Problem für ein Gesetz. Wir verlangen noch nicht, dass wir alle Gesetze so plötzlich gemäht gehen, so plötzlich übersagt gehen. Wir wissen auch, dass das eine Zeit braucht. Und dafür so, man kann machen, seit Gesetze wie als Konstitution. Gesetze, die am Alltag gebracht werden, sie haben am Arbeitsrecht, am Familienrecht, am Logement. Da wo den normalen Bürger der Matze dienen, geht das mal so französisch verfassen und stimmen. Also in einem Blick als juristische Basis auf den französischen Text, wir können mal übersetzen, so plötzlich, dass der normale Bürger die Gesetze, die in einem Normaltag gebraucht, aber auch kann auf Lützburg lesen. Das ist zu viel, vielleicht ist alles machbar. Aber dafür warnen wir für darauf, und der Euphorie, die läuft bei verschiedenen Leuten ausbricht, aber so, wir dürfen nicht gucken, was sie suchen, wir müssen gucken, was sie machen. Als ADR werden wir, wie gesagt, dort drüber bleiben und an dem Zusammenhang, was Spruch anbelangt, machen wir dann noch eine Proposition für den Artikel von der Verfassung nach dieser Woche an der Chambre zu deponieren, weil das den nach 4. Wahlen gemäht gibt.